Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir eingetroffen die Brigitte Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Brigitte Box ist eine Box, die alle 2 Monate erscheint und sie wird mit einer Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an das liebe Brigitte-Box-Team. Ich darf auch tatsächlich in diesem Video wieder eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Das ist eine Box, die sich etwas eher so an die erwachsene Dame richtet, um das mal so zu sagen. Genau, ja, also ich würde sagen so ab 35, ne? Weil da sind auch Antifaltenprodukte mal ab und an mit bei und so. Kostet zwischen 25 und 30 Euro pro Box, je nachdem, welche Abo-Variante du so wählst. Und dieses Mal passt sie einigermaßen zu meinem Kleid. Mein Kleid ist aber eher so rosa, pink, naja. Aber das ist eine schöne rote Box. Also die ist wirklich, wirklich hübsch. Weil wir haben hier die November-Dezember-Ausgabe. Und das passt dann natürlich auch so ein bisschen weihnachtlich, ne? Finde ich sehr, sehr schön Design. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir eine grüne Variante. Sehr, sehr cool. Wir haben auch manchmal so ein bisschen was neben der Box liegen, also in einem Karton drin. Da hatte ich hier jetzt einen Tee von Pukka, Nighttime Bio Kräutertee, Gute Nachtgeschichte mit Haferblütenspitze, okay, Lavendel und Lindenblüte. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr lecker an. Tee mit Lavendel finde ich sehr interessant, um das mal so zu sagen. Ich rieche gerne Lavendel, aber es dann zu trinken, ist dann, glaube ich, nochmal eine andere Hausnummer. Aber ich meine, ich hatte letztens auch einen Feierabendtee oder sowas mit der Lavendel-Geschichte mit drin und der war relativ lecker. Also von daher kann das auf jeden Fall was werden. Und die Pukka-Tees finde ich auch sehr intensiv vom Geschmack her. Die mag ich ganz gerne. Genau, hier steht auch drauf, Fair Wild, wusstest du, dass 25% aller auf der Welt verwendeten Kräuter wild gesammelt werden? Schlafe beruhigt, denn dieser Fair Wild Bio-Kräutertee erfüllt Standards, die zum Schutz unserer Wildpflanzen beitragen. Und das finde ich sehr, sehr cool. Wirklich cool, muss ich sagen. Also, das wusste ich tatsächlich nämlich nicht. Genau. Ich könnte theoretisch auch mal so durch unseren Garten gehen, ne, und da auch einen Tee draus machen, aber da bin ich, glaube ich, zu faul für. Dann nehme ich mir gerne so einen schon vorbereiteten Tee. Wir haben ja auch immer so ein bisschen Werbung mit drin, ne, ganz klassisch hier mein Müsli und Valmano, da habe ich schon ewig nichts mehr von gehört, müsste jetzt natürlich so ein bisschen mehr kommen, weil Black Friday und Richtung Weihnachten und so, dann kommt das ja auch immer mehr. Und wir haben auch immer eine Zeitschrift mit dabei, das ist die Brigitte, die kostet normalerweise 3,70 Euro und hier sind auch die Brigitte Shopping Days vom 4.11. bis zum 23.11. mit aufgeführt. Heute ist der 25.11. Schade. Ja, gut. Das ist ärgerlich, ne? Ja, gut. Ja, hier sind so ein paar Shopping-Tipps drin und witzige Werbungssachen. Kann man sich auf jeden Fall mal durchlesen. Aber ich möchte jetzt einfach wissen, was in der Box ist. Ich habe jetzt hier den Deckel einfach mal direkt entfernt und ja, die ist sehr prall gefüllt. Ich glaube, hier ist ein Produkt von Glück drin. Mega geil. Ich habe eben noch Abendbrot gegessen und hatte einen Toast mit Glückhonig. Oh, mega lecker. Die Box riecht auch irgendwie nach irgendwas, aber ich weiß nicht nach was. Nach frisch gewaschener Wäsche so ein bisschen. Riecht sehr, sehr angenehm. Sehr kühl irgendwie tatsächlich. Genau. Und so schaut die ganze Geschichte dann aus. Wir haben ein Seidenpapier, ein Seidenschleifchen drum zu. Das Schleifchen öffne ich immer ganz gerne. Sonst kommt man auch nicht an die Produkte ran. Und genau, der Klebi wird hier auch geöffnet. Das habe ich jetzt, ohne ihn aufreißen zu müssen. Yeah! Und wenn ich jetzt hier so mal die Geschichten entferne, ja. Hier ist Glück drin, sehr schön. Hier haben wir den ersten Blick in die Box. Sie ist super schwer. Wir haben halt wirklich, da sie alle 2 Monate kommt, hier auch etwas größere Produkte drin, als das in anderen Boxen, die monatlich kommen, der Fall ist. Ne? Wir haben hier auch mehr Produkte mit drin. Produkte aus Beauty, Lifestyle, Food, also Essen, Trinken, deswegen zum Beispiel auch der Tee. Wir haben hier auch manchmal so eine Leseprobe mit dabei von Julia Woolf, Marigolds Töchter, Roman. Ja, ich mag nicht so gerne Leseproben, muss ich gestehen. Ich höre in letzter Zeit sehr, sehr viele Hörbücher. Jedes Wochenende höre ich mir ein Hörbuch an von Sebastian Fitzek tatsächlich. Und ja, da habe ich mir schon 3 angehört. Das Kind war jetzt das letzte, fand ich ganz so geil. Der Insasse, das war das erste, fand ich richtig gut. Und der Augensammler,
Das war schon ein bisschen creepy. Ja, doch. Aber gefällt mir. Also da werde ich auch dieses Wochenende wieder ein bisschen was mir... Ihr könnt mir gerne mal Bücherempfehlungen oder Hörbücherempfehlungen in die Kommentare schreiben. Ich mache das tatsächlich so, dass ich mir immer erst das Hörbuch anhöre und danach kaufe ich mir tatsächlich dann immer das Buch in Original. Ist eigentlich relativ hohl, aber ne, ich weiß nicht, weil ich mag gerne Bücher im Schrank zu haben. Das ist komisch. Okay, das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, haben wir hier. Und ich habe die Ausgabe A scheinbar, denn hier steht oben ein A in der Ecke. Da werde ich öfters nachgefragt, deswegen sage ich das jetzt einfach mal. Und jetzt lese ich hier mal vor, was sich die Boxenpacker dabei gedacht haben. Gemütlicher Winter mit der Brigitte Box 6. Scharf. Kann ich also gut gebrauchen. Jede Jahreszeit hat was für sich, aber den Winter mögen wir besonders. Die Tage werden kürzer und das Wetter grauer. Es wird Zeit für Rückzug, Familie und Freunde. Zeit für kuschelige Pullover, warmes Kerzenlicht und ganz viel Selbstfürsorge. Das haben wir als Inspiration für die neue Brigitte Box, gemütlicher Winter, genommen. Sie finden Pflege für beanspruchte Winterhaut, Süßes für die Seele und ein spannendes Lifestyle-Accessoire zum Selbstgestalten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Auspacken, Testen und Entdecken. Machen Sie es sich gemütlich, Ihr Brigitte-Box-Team. Ein paar Dinge fallen mir natürlich hier direkt auf, ne, so als ehemaliger Deutsch-LK-Schüler, der ich war. Zeit für Familie und Freunde. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich und es ist, weiß ich nicht, ne, schwierig, das reinzuschreiben beim zweiten Lockdown, den wir nun mal haben. Naja, aber ja, eigentlich ist es das. Ne? Da hat man nicht so viel draußen zu üsseln oder so, sondern man trifft sich halt drin, macht Spieleabend und so weiter, was jetzt aktuell nicht möglich ist, oder eben über irgendwelche Streaming-Dienste und so weiter. Funktioniert das auch? Kerzenlicht, warmer Pullover auf jeden Fall, läuft. Man wird hier gesiezt. Das zeigt halt auch einfach, welche Zielgruppe diese Box ansprechen möchte. Ne? Also es ist halt wirklich jetzt nicht für Teenager unbedingt gedacht, sondern eher so für die mütterliche Generation plus, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Bin ich noch nicht, also ich bin in der Generation, aber ich bin noch keine Mutter. Aber genau, an die Person richtet sich das. So, und jetzt greife ich mal das erste Produkt rein, was mich hier angelacht hat, und das finde ich extrem cool, denn hier haben wir Glück-Marmelade drin. Ich liebe einfach die Marmeladen von Glück. Ich habe keine Ahnung, warum man die nicht so einfach im Laden immer kauft. Ich persönlich freue mich jedes Mal, wenn sie in den Boxen mit drin sind und die werden dann auch immer aufgegessen. Man kann super auch hier Aufbewahrungsgläschen draus machen. Also so viele Glückprodukte, wie ich aktuell bei mir im Schrank stehen habe, wird das safe eine Geschichte werden, die ich machen werde, weil das halt alles sehr schön vom Design her ist. Ich mag dieses Rundliche. Und man könnte theoretisch da auch so einen Tassenkuchen oder sowas reinmachen. Richtig, richtig schön. Und das hier ist mit Himbeeren einfach die Marmelade. Und das gefällt mir. Das finde ich echt cool. Genau. So, das zweite Foodprodukt war das. Wir haben hier noch mehr Foodprodukte drin, aber ich gehe jetzt erstmal weiter zu ein bisschen Beauty. Und da haben wir von Sebamed Pro, die pH-neutrale regenerierende Creme, die ist regenerierend und aufpolsternd, mindert ausgeprägte Falten mit probiotischem Pflegekomplex und da sind 50 ml enthalten. Oh. Ja, ich bin schon ein ziemlicher Vogel, ne? Ich habe einfach auf dieser Kerze mal die Folie drauf gelassen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja nicht besonders schlau gewesen. Ich mache die Kerze jetzt aber wieder an, weil die Folie ist jetzt ja offensichtlich abgebrannt. Das ist nicht das erste Mal, dass ich hier was abfackel. Nein, nicht das erste Mal. Ihr habt das wahrscheinlich eben schon gesehen und ich habe es nur knistern gehört und mir gedacht, irgendwas riecht hier komisch. Ups. So, liebe Kerze, jetzt chillst du dich, ne? Ich habe ein bisschen Angst. Okay, da war irgendwas Flüssiges, aber es war kein Wachs. Ich glaube, ich sollte meine Finger nachher nicht irgendwie in den Mund nehmen. Ich muss auf jeden Fall vorher Hände waschen. Okay, genau. Hier riecht es ein bisschen angebrannt. Hier haben wir auf jeden Fall die reichhaltige Pflege. Und das ist halt für sehr sensible Haut auch sehr gut geeignet. Und sie macht einfach weiter, ne? Kleiner Schock gehabt, aber gut, weiter geht's. Die Sebamed-Cremes gebe ich gerne an meine Mama oder an Familienmitglieder, die auch entsprechend sensible Haut haben. Und genau, das ist ein Plastikpöttchen und darin befindet sich die Creme. Und das finde ich ziemlich cool, doch, dass die mit drin ist. Wir haben öfters in dieser Brigitte-Box-Geschichte auch die
Produkte von Sebamed mit drin und das passt halt einfach. Ne? Das ist relativ hochpreisig und ja, also ein gehobener Drogeriepreis, sage ich mal dazu. Und ja, ist nett, ne? Oje, oje. Okay, hier haben wir auch dekorative Kosmetik drin. Sehr geil. Von Bella Pierre Cosmetics den Super Gloss. Das finde ich ja schön. In der Farbe Runway. Das ist eine super schöne Farbe. Ich habe zwar jetzt gerade schon einen Gloss auf meinen Lippen drauf, aber ich glaube, den kann ich da wohl drüber machen, oder? Riecht sehr fruchtig. Sehr, sehr angenehm. Oh, der sieht auch sehr beerig aus. Also da muss man halt wirklich schauen, ob das eine Farbe ist, die einem gefällt, weil das schon sehr knallig ist. Aber ich beschwere mich ja sonst, dass wir halt zu dezente Sachen drin haben. Jetzt freue ich mich über was Knalliges. Den muss man ja auch nicht super intensiv drauf machen. Es reicht ja, wenn man das so ein bisschen drauf macht. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Boah. Habe ich jetzt getroffen? Der Spiegel ist so weit weg und ich habe keine Brille auf. Aber ich glaube, das geht klar, ne? Der ist super flüssig, super angenehm auf den Lippen. Fühlt sich schön an und ich finde, der sieht auch echt gut aus. Der ist jetzt auf den Lippen schon intensiv, also der leuchtet auch richtig. Aber der knallt nicht so. Ne? Das sieht schon gut aus, finde ich. Ich mag den gerne. Schön. Klebt nicht. Lässt sich. Fühlt sich toll an. Die Glitzerpigmente, die da drin sind, die spürst du auch nicht so. Und dadurch, dass du halt dieses eisige Glitzer mit dabei hast, wirken die Zähne eher etwas weißer. Genau, und das gefällt mir. Das finde ich schön. Nice. Ja, cool. Nice, nice, nice. Dann haben wir etwas von Mixer mit hier drin. Cool, nochmal cool. Shea Ultra Soft Hand- und Nagelcreme. 23% pflanzliches Glycerin mit Shea-Butter. Weiche Haut auch nach dem Händewaschen. Ja, das können wir jetzt gerade sehr gut gebrauchen. 100 ml sind hier enthalten. Und ja, da ne, sagen wir nicht nein zu. Das ist cool. Ja, auch sehr gefällig, ne? Doch. Gut, dann gehen wir, jetzt gehen wir mal zum nächsten Food-Artikel. Das haben wir auch öfters tatsächlich in der Brigitte-Box mit drin. Aber es ist lecker. WK Kellogg. Raw Fruits, Nuts and Oats mit Kakao und Haselnuss ist das. Also mit Früchten, Nüssen und Getreide. Ist Oats Getreide? Glaub schon. Und das ist die Variante mit Kakao und Haselnuss. Mhm. Vielleicht eine coole Geschichte für meinen Freund. Der mag sehr, sehr gerne solche Haselnussgeschichten. Ich persönlich mag es aber auch sehr gerne. Es ist glutenfrei, vegan und kein zugesetzter Zucker. Ja. Ja, du hast 225 Kilokalorien pro Riegel. Das ist schon heftig, ne? Das ist nicht so für mal eben so. Das ist eher so ein komplettes Frühstück. Krass. Habe ich jetzt so auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass es so kalorienreich ist. Aber gut, dann haben wir hier etwas. Ein Skin Repair Probiote Schutz und Pflege von Bactocare. Probiotische Hautcreme für Mann und Frau. Die tägliche Verwendung bildet eine schützende Hautflora und reinigt tief. Auf trockene Haut auftragen. Hä? Ist es fürs Gesicht? 75 ml sind hier enthalten. Das soll das Gesicht reparieren. Da gucke ich mal eben in das Heftchen rein, was mir das Heftchen dazu sagt. Die neue Marke aus Österreich hat es sich zum Ziel gemacht, Pflegeprodukte mit Probiotika zu entwickeln. Das kenne ich eigentlich nur aus Drinks, ne? Die unserer Haut bei der Regeneration helfen können. Dass die guten Bakterien einen positiven Einfluss auf unsere Gesundheit nehmen, ist schon seit einer Weile bekannt. Ja gut, wir haben ja auch so viele Bakterien allgemein in uns drin, die uns zusammenhalten und am Leben halten, ne? Macht ja auch Sinn. Nun halten sie auch in der Kosmetik Einzug. Die 100% natürlichen Inhaltsstoffe in der Hautcreme von Bactocare sollen die Mikroflora unserer Haut in ihrem Schutzverhalten unterstützen. Die antiallergenische Haut und reden kann sie nicht mehr. Die antiallergene Hautcreme kann täglich von der ganzen Familie und bei allen Hauttypen angewendet werden. Sie ist ohne Parabene, Aluminium, Palmöl, Silikone und Mikroplastik. Ja gut, dann ist das fürs komplett, ne? Von Kopf bis Fuß würde ich fast schon dazu sagen, ne? Ja, muss wohl. Okay, cool. Aber es ist halt mit so einem Pumpspender, das finde ich auch ganz nett. Jo.
Juti, dann schauen wir mal weiter. Ui, das finde ich cool. Ja, Fräulein B haben wir auch öfters drin, aber das finde ich gut, weil ich hier sammle quasi diese Pinsel davon. Und hier steht auch drauf, der Powder Brush begeistert mit seinem super weichen, abgerundeten Pinselkopf, der genau die Menge an Puder aufnimmt, die man für ein natürliches Make-up-Ergebnis benötigt. Für ein makelloses Finish, egal ob loses oder gepresstes Puder. Das finde ich geil. Also die Beauty, die Fräulein B Pinsel sind richtig, richtig klasse. Manchmal haben die auch ein bisschen weird, komische Produkte mit dabei, die dann auch uns bei den Boxen über die Füße laufen. Die testet man dann und macht sich dazu sein, bildet sich dazu sein eigenes Urteil, um das mal so zu sagen. Ja, aber die Pinsel finde ich klasse. Also das muss ich wirklich sagen. Ne? Genau. So, dann öffnen wir das ganze Moped hier mal. Ja, das muss hier natürlich auch noch in Form kommen. Ich habe schon den Blushpinsel davon, ich habe schon irgendwelche Lidschattenpinsel davon, ich habe schon diverse Pinsel von Fräulein B. Gefallen mir immer wieder gut. Das muss hier, wie gesagt, sich noch, ne, das muss einmal gewaschen werden. Dann hat man hier auch einfach alles oben rund. Super angenehm, super weich, super schön, super Größe und auch qualitativ, ne? Gefällt mir das, wenn ich auch so reinpatsche und so. Ich ziehe jetzt keine Härchen raus und ja, doch, ist eine gute Nummer. Das gefällt mir. Das ist nice und quasi das zweite dekorative Kosmetikprodukt. Dann haben wir hier etwas drin, das hatte ich auch schon mal verwendet. Das hatten wir nämlich auch schon mal in der Box drin. Anna Evangelista, aber ich finde es cool, dass es hier mit drin ist. Denn es passt halt auch zu diesem Wintercare-Thema, ne? Ein Food Treatment, eine Fußmaske. Genau, das ist halt wirklich eine Maske, die du dir über die Füße drüber machst. Das ist extrem cool. Genau. Ja, es ist halt wie Fußsocken, ne? Du machst einfach die Creme drauf, Fußsocken drüber und lässt es dann einwirken und dann könntest du theoretisch, ne, hier ganz normal feilen und Pediküre machen und so ein Kram. Aber das ist schon eine geile Nummer, finde ich geil. Und das ist relativ hochpreisig, aber ich gönne mir das dann mal wieder. Und hier hast du halt wirklich dann das Pediküre-Werkzeug mit dabei, direkt die Nagelfeile und so ein Rosenholzstäbchen, ne, um die Nagelhaut zurückzuschieben oder um zu korrigieren, wenn du jetzt irgendwelche Lackierprobleme hast. Und hier ist halt die Fußmaske drin, so sieht man es vielleicht besser. Und die fühlt sich auch richtig, wenn ich das hier so anpacke, ne, man fühlt es richtig, es ist mit Feuchtigkeit durchtränkt, schon cool. Und ja, das werde ich mir dann mal am Wochenende gönnen. Und vielleicht mache ich auch mal wieder so ein Full Body Maskenvideo oder sowas, so ein Sunday Spa, wie habe ich das denn genannt damals? Es war so cool, ne? Irgendwie ein Spa-Sonntag auf jeden Fall. Genau. Ja. Mensch, da haben wir echt schöne Pflege hier auch mit drin gehabt, ne? So, und jetzt haben wir hier ein Buch. Und das ist quasi der Lifestyle-Artikel Make Peace, Not War. Das Buch mit ohne Inhalt. Mit innovativer 360-Grad-Flexi-Bindung. Notizbuch mit 120 Blanko-Seiten zum Selbstgestalten. Okay, Do It Now Publishing. Das ist also ein leeres Buch. Ja gut, ein leeres Buch, ne? Ein Notizbuch. Notizbücher verwende ich sehr viel. Gutschein 10% auf Ihren Einkauf im Onlineshop mit dem Code CHICK10. Also da kannst du auch bei dem Onlineshop hier sparen, also bei chickmic.de. Nur ein Gutschein pro Einkauf möglich, einlösbar bis zum 31.03.2021. Genau, das ist hier nochmal so draufgeklebt. Das finde ich auch ganz cool. Mit dem QR-Code kommt man direkt zur Seite. Und ja, das finde ich auch nett. Vielleicht so als Tagebuch oder als Ideenbuch, als Notizbuch für meine YouTube-Ideen oder für meine, wenn ich YouTube-Videos schneide und dabei Ideen bekomme, habe ich immer ein Buch neben mir liegen. Ne? Das ist cool, das gefällt mir. Ne? Ja, nett. Also, gerade so auch so zur Winterzeit kann ich mir das auch gut vorstellen, dass man, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, die Box ist leer, dass man da halt auch so ein bisschen mehr dann Zeit für sich selber hat und ein bisschen dieses ganze Winter-Selfcare-Gedönsen macht, dass während man die Fußmaske einwirken lässt, kann man irgendwelche Ideen in das Tagebuch schreiben, keine Ahnung, ne, und es passt schon, ja, also, doch, das sind so Produkte, die kannst du zu vielen verschiedenen Themen verwenden, aber sie passen auf jeden Fall zu dem Thema, was sich die Brigitte Box dieses Mal überlegt hat und sie haben mir gut gefallen, weil das sind alles brauchbare Produkte, deswegen von mir einen Daumen nach oben, ne? Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Produkten und zu der Box an sich unten in die Kommentare, können wir uns gerne austauschen, wie wir das sonst ja auch immer machen und ja,
Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!